Und da geht es auch schon weiter mit dem nächsten GSW-Star. Herzlich willkommen, Absolute Andy. Ja, servus. Ja, ich hoffe, von der Tonqualität her können ihn alle verstehen, weil das ja mit dem Hochdeutsch nicht so hat, ne? Ja, ich denke, dir geht's nicht ganz gut. Hast du Fieber da oben oder was? Ja? Die einzigen Coolen auf der Welt sind ja mal die Franken, ja? Das muss ich jetzt hier mal erst einmal klar und deutlich sagen. Also stell deine Fragen, weil jetzt wird mir langsam langweilig. Ach so, ja. Gut, alles klar, also Andi, schön, dass du da bist. Ich eine Frage habe ich ganz zu Beginn. Soll ich dich mit Absolut Andy anreden oder mit Ghetto Boy Andy? Wie hättest du das gern? Ja, und du bist der Nächste, der einen Schuss hat, oder was? Du kannst mich dann mit Ghetto Boy ansprechen. Die Zeiten sind noch völlig vorbei, weil du musst diesen schwulen Andrew fucking Patterson mal komplett aus deinem Kopf streichen. Der kann sowieso nichts, wird im Wrestling-Business nie was erreichen, wird niemals so groß werden wie ich. Also nämlich Absolute Andy und nicht Ghetto Boy Andy. Ja, jetzt stellt er ja richtig Ansprüche hier. Kotzt mich an und quatsch nicht dazwischen, wenn ich rede, ja? Wenn die Kuchen sprechen, haben die Krümel Pause. Ist klar, ja. Also wenn ich klingen würde wie Kübelböck, dann würde ich schon mal gar nichts sagen. Ja, du redest wie Kübelböck. Also wäre ich ruhig, ja? An deiner Stelle. Na gut, Andy, also du hast es erwähnt, du hast natürlich größeren Erfolg gehabt als Patterson in der GSW. Du bist ja jetzt nicht. Kannst du das nochmal fragen mit weitaus größerem? Bitte. Du hattest weitaus größeren Erfolg als Andrew Patterson in der GSW, denn du bist der Breakthrough-Champion der GSW und das, ja, wahrscheinlich auch nicht umsonst, denn wir wissen alle, wie du den Titel geholt hast. Du hast gecheatet, wie in jedem Match, du hast Murat besiegt in Marburg und ja, deine großen Worte habe ich auch mal weiterverfolgt, als du dann gegen Chris Kohlen angetreten bist. Und da hattest du den Sieg ja auch nicht ganz so alleine geholt, denn dir hat jemand geholfen am Ende. Niemand Geringeres als der Vorsitzende deines Fanclubs, sorry, Jörg Gut. Du hast immer gesagt, du brauchst deine Hilfe nicht, aber da war es dir, glaube ich, ganz angenehm, dass er eingegriffen hat, oder? Ach, wie ich am Ringboden lag und Kohlen auf Feig gestiegen ist, habe ich mir in dem Moment gedacht, ach, wenn Jörg schon hinläuft, ja, dann lass ihn doch an das Bein klemmen, ist mir doch egal, das ist meine Zeit, wo ich mich einfach ein wenig ausruhen kann. Außerdem, vielleicht wird mir ein wenig braun unter die Scheinwerfe. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt wenn er Jörg da runterschubst, ja, dann gehe ich halt mal hoch und schmeiße ihn durch den Tisch und verteidige den Titel. Also für Kleinigkeiten kann man da Jörg schon dann gebrauchen. Also, und cheaten kann man das ja wirklich nicht nennen, weil eigentlich wäre ich da sofort wieder hochgesprungen und hätte ihn 100% fertig gemacht. Nun gut, es sieht jetzt auch so aus, als ob du nicht alleine nach Olsberg reisen wirst, denn ich habe da Gerüchte gehört, dass Jörg Gut in deiner Ecke steht im Breakthrough-Title-Match. Und warum hast du jetzt auf einmal irgendwie ihn so als eine Art Anhängsel dabei? Und geht da vielleicht was zwischen euch? Also erstmal möchte ich, dass du Brotkrümel mal die Klappe hältst, ja, und hier ihn nicht als sozusagen Anhängsel bezeichnest. Er ist ein Anhängsel, ja. Er ist derjenige, der meinen Koffer trägt. Er ist derjenige, der mir nach dem Sieg den Champagner in die Dusche bringt. Natürlich, wenn ich noch etwas anhab, ne, möchte ich hier gleich dazu erwähnen. Er ist derjenige, der meine Schuhe putzen muss, meine Wäsche waschen muss. Aber er tut sein Bestes dafür, mir den Arsch auszuputzen. Und das rechne ich ihm hoch an. Also das muss ich schon mal sagen, weil nur solche Leute, die eigentlich auch im Kopf wissen, wer eigentlich der Größte ist, die haben es auch verdient, bei mir Schuhe zu putzen. Na gut, der Größte von der Körpergröße ist ein Gegner bei Impact, Johnny Storm natürlich nicht, aber meiner Meinung nach wird ja auch Jörg dann nicht wieder helfen, denn die Matchart vom Breakthrough-Title-Match, der Breakthrough-Title wird ja immer in einem Special-Match verteidigt, ist diesmal nicht so positiv für dich, denn es ist ein Aerial-Assault-Match und ein Pinfall kann nur nach einer Aktion von den Seilen erfolgen. Wir wissen, so genau Seil gehst du gar nicht. Und kannst du mir ja sagen, wie deine Einschätzung zum Match ist und wie kam es überhaupt dazu, zu so einer Matchart? Ich habe keine Ahnung, wie es zu der Matchart kommt. Ich habe das auf einmal gehört, dass es heißt, ja, du musst hier in diesem Spring vom obersten Seil und du gewinnst Match antreten. Und sowas hat mich dann von Anfang an voll angekotzt, weil die GSW einfach nicht sieht, dass ich der größte Breakthrough-Champion bin, den es gibt. Also ich habe keine Ahnung, wie es zu diesem Scheiß-Match kommt. Schock hat dieses Match festgesetzt und er ist derjenige, der mich nicht als Breakthrough-Champion sehen will. Und deswegen lässt er mich in so einem Scheiß-Match kämpfen. Und was ich noch dazu sagen muss, Johnny Storm, er hätte anders gar keine Chance, als gegen mich so anzutreten in so einem Match. Er hat bestimmt mit Schock geschlafen oder irgend
sowas, damit er dieses Match bekommt. Das ist für mich völlig unverständlich, weil die Größe, die Kraft liegt alles auf meiner Seite. Dieses Gefliege, das mag ich überhaupt nicht. Und sowas kotzt mich an. Ich kann es gar nicht öfters genug erwähnen. Aber ich muss immer wieder sagen, ich habe ja noch den Flying Elbow im Kasten. Der Flying Elbow, mit dem du schon Murat den Titel weggecheatet hast. Alles klar, Andi. Ich glaube, das reicht an dieser Stelle von dir hier beim Moon Talk Special. Denn wir werden noch ein paar andere Gäste heute in der Sendung haben. Ein paar Gäste, die auch höher in der Karte stehen als du, weil sie noch mehr erreicht haben in der GSW und da musst du noch viel arbeiten, um dahin zu kommen. Meine Zeit kommt noch, ja. Das wirst du schon noch merken. Und wenn ich dann irgendwann mal Steve Corino oder Joe Legend den Gürtel irgendwann abnehme, dann werden die anderen Leute sagen, Mann, der von Moon Talk, der hat sich ganz schön geirrt. Alles klar, JFK, ja, ich würde sagen, gut. Du darfst die offizielle Verabschiedung bei diesem Kerl machen. Ja, wunderbar. Also, ich wünsche mal nicht viel Glück. Ich drück mal Johnny Storm die Daumen, also nimm's nicht persönlich, aber ja, gut, dann sieht man sich sicher? Ja. In Olsberg? Wenn ich dich sehe in Olsberg, ja. Ja. Dann werde ich dich erstmal mit Jörg unter die Dusche stecken. Ja, ja, klar. Ja, dann grüß mal Jörg, ne? Ja, den werde ich grüßen in Olsberg, aber da kannst du ihn selber grüßen. Du kannst ihm von mir aus auch helfen, meine Koffer nach draußen zu tragen, ne? Oder wieder in die Halle zu tragen. Ganz bestimmt, ja. Ja. Wenn du die nach dem Match noch brauchst. Ja, dann bis zum 8. April. Ja, und das heißt noch danke, Andi, für dieses tolle Interview, bitte. Ja, natürlich. Vielen Dank. Das muss natürlich objektiverweise sein. Okay. Ja. Das ist natürlich von meiner Seite aus gern passiert, euch Fuzzis die Meinung zu sagen. Also, ich verabschiede mich, weil bei mir liegen noch drei Frauen im Bett. Also, dann, servus, Jungs.